Moin, Simpermarillos. Mein Name ist Obama und ihr seid im Weißen Haus. Und wir zocken weiter Batman Arkham Asylum. Nein, Arkham City. Nein, Arkham Origins. Nein, Arkham Knight. So, wo muss ich denn da hin? Ich flieg einfach mal. Wir haben ja den guten Robin eingesperrt. Und der wartet bestimmt sehnsüchtig auf seine Befreiung. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal um andere Dinge. Scarecrows Angstgas abzukriegen. Das muss ich echt nicht nochmal haben. Und zwar flitschen wir nach unten. Wo geht's denn hier runter? Da geht's runter. So, ich brauche das Batmobil. Oh. Komm, wo ist es denn? Es kommt. Oh, es hat mich fast überfahren. Okay, einsteigen und uns da schön hinstellen. Mal gucken, was jetzt passiert. Oh, seismische Aktivitäten. Huhu. Alfred, ich habe die Quelle der seismischen Aktivitäten entdeckt. Sag ich doch. Die Abstände scheinen kleiner zu werden. Ich weiß, was es ist. Und das ist nicht gut. Oh shit, was ist das denn? Oh, die Pflanze! Ivy! Wir haben drei Drohnen verloren. Sie konnte es nicht lassen. Schick Diamondbacks und Twin Rattler. Macht sie kalt! Oh oh, jetzt geht's los. Du hast gerade deine Position verraten. Zeit, dass Scarecrow dafür zahlt, was er mir angetan hat. Ja, sehe ich aber auch so. Ich hoffe, du bist bereit. Er wird alles gegen uns einsetzen, was er hat. Ich zerstöre seine Spielzeuge. Ich bin gespannt, ob die Gute uns hilft. Wo kommen die denn? Arbeite mit Poison Ivy zusammen, um den Angriff der Milizkräfte auf irgendwelchen Gärten zu verhindern. Alter! So, jetzt muss ich mir gleich mal welche zocken da. So, da habe ich mir mal ein paar geklaut. Oh, der Schuss ging daneben. Jetzt bewegen die sich auch, die Assis, ey. Sehr schön, immer auf die Türme zielen. Du musst doch mehr zu bieten haben als eine Pflanze. Wie verzweifelt du sein musst. Ja, Diggi, ich hab alles zu bieten. Aua, der hat mich erwischt. Die Pflanze kämpft noch immer, Sir. Wir haben Verluste. Wo ist denn die Pflanze? Ich sehe die gar nicht. So, jetzt wird mal ein bisschen Zeug geklaut. Einmal den. Und einmal den da hinten. Gehört der mir? Yo, der gehört mir. Mehr, mehr, mehr. Und den. Und guck mal, die halten zwei Schüsse aus. Das ist ein bisschen mies. Und jetzt? Ist unter Kontrolle. Die Drohnen sind zerstört. Solange Batman Ivy beschützt, kriegen wir sie nicht. Ich habe Cobra-Panzer losgeschickt. Tötet ihn oder vertreibt ihn von der Insel. Noch mehr ich Panzer? Ich habe seine Position ermittelt, Sir. Er ist umzingelt. Oh oh. Oh oh. Pass auf, Batman. Sie schicken was Größeres, um uns aufzuhalten. Jetzt kommt's. Ich kann dir nicht weiterhelfen, Batman. Ich bin noch nicht stark genug. Warum das denn? Ich weiß gar nicht, was jetzt kommt. Cobra-Panzer geortet. Oh Mann, ey. Ich hasse die Cobra-Panzer. Die muss ich jetzt irgendwie ausschalten. Und zwar, indem ich von hinten an die ranfahre. Und die sind richtig fies. Orbitalscan initiieren. Sofort, Sir. Einen habe ich erwischt. Alter, das wird richtig übel, Leute. Ich sag's euch jetzt schon. Die hören mich nämlich. Scheiße, da kann ich, glaube ich, nicht hinfahren. Doch, ich fahre einfach mal durch. Der eine da hinten sieht mich nämlich noch nicht. Und man muss die nämlich immer von hinten angreifen, um ihren Laseraugen zu entgehen. Und dann schön das Ding da scannen. Und dann kriegt man sie schön weggeballert. So, was machen wir denn? Da hinten ist noch einer. Lass mich mal überlegen, wie ich da hinkomme. Da hinten fährt er. Scannt er hier rüber? Der scannt nach rechts. Er dreht sich um. Er dreht sich immer noch um. Krieg ich ihn jetzt? Und tschüss. So, Nummer 2. Die kommen in meine Richtung. Verstärkung, Alter? Batman, deine Zeit ist abgelaufen. Das bezweifle ich, mein Freund. Ich bin ein gewiefter Verbrechensbekämpfer und ich werde mal gucken, dass ich die Dinger schön von der Seite erwischen kann. Ich glaube, ich fahre erstmal hier die Treppen hoch. Und zwar so. Aber die stehen nebeneinander, die Dinger, ne? Das ist natürlich immer ein großes Risiko.
Aber ich denke, einen werde ich da schön wegsnipen können. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ich weiß nicht, wer in welche Richtung fährt. Und jetzt verpissen, verpissen, verpissen. So, was mache ich mit dem? Müssen Sie auch nicht. Sie müssen mich nicht stoppen. Wieso das denn auf einmal? Ich bleib hier hinter stehen. Hier dürfte er mich nicht sehen können. Und wenn er sich umdreht, jetzt zum Beispiel. Dann. Yes! So, alle erwischt. Sehr geil. Er hat die Cobras ausgeschaltet, Sir. Glaub nicht, dass du gewonnen hast, Batman. Du wirst verlieren. Und zwar alles. Ich bin gespannt. Arkham Knight. So, was haben wir denn hier? Ivy zurück zum GCPD bringen, bevor der Arkham Knight einen weiteren Angriff startet. Es ist hier zu gefährlich für sie. Nimm Poison Ivy auf und bring sie zurück zum GCPD. Okay, dann machen wir das mal gerade schnell. Das Navi zeigt mir den Weg. Was mit euch, Dudes? Tschüss! Oh, hier geht's um die Kurve. Ein bisschen Nachbrenner. Der brennt schön nach. Und jetzt? Ah, ich muss da hoch. Nein, 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 da. Hier. Da ist Poison Ivy? Ah, okay, die kommt aus dem Baum raus. Du bist hier nicht sicher. Quasi aus dem Baumhaus. Du kommst mit mir. Das kann ich nicht. Sie schaffen es nicht allein, brauchen mich. Sir, vielleicht werfen Sie besser einen Blick auf die Partition Bridge. Okay. Der Batwing hat den Cloudburst entdeckt. Scans zeigen, dass er bemannt ist und enorm viel Energie abgibt. Oh, scheiße. Miese Brise. Arkham Knight. Alter, sag jetzt nicht. Jetzt hat er echt das Ding gezündet. What the fuck? Ivy, runter! Oh Mann, wenn er noch mehr von dem Zeug einatmet. Alter Schwede, guckt euch die Stadt an. Jetzt rasten die alle aus und kriegen Angst. Verdammt! Es ist schlimmer, als ich dachte. Schmerzerfülltes Atmen. Gut übersetzt. Meine Pflanzen sterben. Oh. Der Cloudburst verstärkt die Wirkung des Toxins. Du musst dieses Gerät zerstören. Sonst können meine Pflanzen Gotham nicht schützen. Du stirbst, wenn du hier bleibst. Wir sterben beide, außer du stoppst ihn. Ja, was hat sie jetzt vor? Nicht, dass sie jetzt auch verrückt wird und ich gleich gegen die kämpfen muss? Ich habe doch schon mal gegen die gekämpft. Nein, als Catwoman hat man gegen die gekämpft. Ah, I see what you did there. Oh Mann. Okay. Ich darf mich jetzt bestimmt nur über die Dächer der Stadt bewegen. Alter, schaut euch diese Stadt an. Willkommen in Gotham, der Stadt der Angst. Sir, eine sich so schnell verteilende Chemikalie kenne ich nicht. Ich weiß, Alfred, es ist übel. Und das Kraftfeld des Cloudburst hat den Energiekern des Batmobils zerstört. Was nun? Ich schnappe mir Stack. Er hat den Cloudburst entwickelt, dann wird er ihn auch zerstören können. Ich hoffe. Sehr gekonnt, Master Bruce. Hoffentlich finden Sie ihn. Bitte seid ihr aber mit dem Gas vorsichtig, Sir. Ich bin es. So, wo muss ich denn hin? Nach da hinten, das sind noch 1000 Meter. So, ich hoffe, ich kann so weit fliegen. Nicht, dass ich da in dieses Zeug da reinkomme. Da blitzt sogar schon drin. Aber Batman ist ja ganz... ganz gut in der Luft unterwegs. So. Ich schwinge mich mal über den Kran nach da drüben. Hast du sie gesehen, Batman? Ja, habe ich gesehen. Eine vergiftete, verwahrloste Stadt.
Ihre Bewohner gehen sich an die Kehle oder richten sich selbst aus purer Angst. Auch die Welt sieht das. Als nächstes wird die Welt sehen, was mit dem Mann passiert, der mich aufhalten will. Und dann wird die Welt wissen, was Angst ist. Heute Nacht kämpfst du nicht für Gotham. Du kämpfst für all die verzweifelten Narren, die glauben, dass ein Held herbeieilt und sie rettet, wenn ihre schlimmsten Ängste wahr werden. Und du wirst verlieren. Hi, Dudes! Dann gucken wir doch mal, wer hier verliert. So, ich muss mal auf den... Oh! Ich muss mal auf den Arzt. Alter! So, ich schnapp mir mal den Stock und hau den Typ damit. Oh, jetzt kommt der da angeflogen, ey. Oder angelaufen. Hörst du auf? Yeah! So, auf den Kackarzt. Oh Mann. Hörst du auf? Au. Au. Jetzt klatschen die mich ja alle. Oh, jetzt kommt der da wieder an. Lass mich los. Ich muss erst den Dicken ausschalten irgendwie. Aber es geht nicht, solange der Scheiß. Aua. So. So krieg ich ihn. So krieg ich ihn. So krieg ich ihn. So, jetzt den noch und zack, gut ausgekontert. Alter, der hat auf die Fresse verdient. So, auf zu Simon Stack. Weiter geht's. Tür auf. Oh, ich muss bestimmt wieder... Stack hat die Sicherheitsstufe erhöht, seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Er hat wohl mit mir gerechnet. Durch diese Tür komme ich nur mit seinem Stimmenmuster. Na gut, dann mache ich das Ding wohl mal nach. Das kennen wir doch schon. So viel Geld, nicht mal Batman kann uns aufhalten. Cool, okay. So, dann bin ich mal gespannt. Also, ich habe so viel... Und wie viel habe ich? 100%. Ich bin so gut. Ich kann das richtig gut. Kalibrierung abgeschlossen. So, dann benutze ich das Ding und mach mal die Tür auf. Simon Stack, öffnen. Simon Stack, öffnen. Ach, die geht einfach so auf. Mit Handabdruck, okay. Den habe ich ja schon nachgemacht. Stack ist irgendwie entkommen. Die Miliz wird ihn nicht verschonen, wenn sie ihn findet. Oh shit. Ich muss mich erst um sie kümmern, bevor ich ihn suche. Okay, so, wir haben zwei Drohnen hier. Die Stimme des Arkham Knight ist synthetisiert. Ich kann seinen Männern Befehle erteilen. Ich kann seinen Männern Befehle erteilen. Wenn ich jetzt das Stimmdings da nehme. Solange er beschäftigt ist, folgt er meinen Befehlen nicht. Okay, Moment. Ich schalte erstmal hier ein paar Waffen aus. Zum Beispiel die da von dem da. Okay, oder auch nicht. Ich probiere mal mit dem Distanzhacking-Gerät. Ich muss näher ran. Da muss ich 13 Meter näher ran. Was haben wir denn damit? Oh, scheiße. Das kommt auf den, also der steuert die da oben, aber an den komme ich jetzt erstmal nicht ran. Ich habe bereits den Cloudburst. Stack kann dir jetzt nicht mehr helfen. Komme ich denn hier weiter? Lass mich überlegen. Da sind zwei. Da hinten steht einer. Kann ich da irgendwie rüberschwingen? Ich kann ja auch hier kaum schwingen. Guck mal, ich kann hier auf das Teil hier. Und dann zu dem nach vorne. Und dann kann ich den schon mal ausschalten. Das ist doch schon mal eine gute Sache. So. Den Kerl kann ich doch da gleich auch ausschalten. So, jetzt wieder hoch auf das Ding. Schießen die auf mich? Ich flitsch mal darüber. Die können mich doch nicht gesehen haben, oder?
Nein, nein, nein. Verdammte Scheiße! Wo bin ich denn jetzt hier? Kann ich den ausschalten von hier aus? Ich kann das Gitter betreten und dann hier durch. Das ist ein Gewohnheitstier, Batman. Mal sehen, ob wir das ändern können. Er greift euch vom Aussichtspunkt aus an. Vermiet das Ding sofort. Hat er mich gesehen? Warte mal, jetzt kann ich mit dem Distanzhacking-Gerät die Daten herunterladen, oder? Du wirst gleich brennen, Batman. Hier, warte! 3, 2, 1. Oh, scheiße. Erst K.O. Batman schlägt Hans. Kugeln sind härter. Schnappt ihn euch. Sieht aus, als wäre etwas auf ihn gestürzt. So, den habe ich. Ahnung, was mich getroffen hat, aber es tut weh. Du bist okay, ich stehe auf. Wir brauchen jetzt jeden Mann. War das mit dem da? Ich glaube, die beleben gerade wieder die Leute. Scheiße, da oben der. Fuck, 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 fuck. Was mache ich denn mit dem? So, ich nehme mal das Distanz-Hacking-Gerät. Und lad die Daten runter. Der geht darüber. Dann kann ich mit dem da schnappen. Ah, oh, dieser scheiß Sunny, der da unten ist. Unser Drohnenpilot antwortet nicht. Das sollten wir uns ansehen. Aber die haben Angst. Vielleicht kann ich Angst Multi ausschalten bei denen da anwenden. Ich habe keine Angst vor diesem kostümierten Freak. Kein Anzeichen für einen Kampf. Jemand hat sich angeschlichen. Ich habe irgendwie... Da unten bewegt sich was. Checken wir den Typen, den Batman umgehauen hat. Er ist unter den Gittern. Ziel in Bewegung. Kommt auf meine Position. Stopp. Setze Thermobaren Sprengsatz ein. Zum Teufel. Was ist das? Was ist das? Ich bin hier. Was ist mit dir passiert? Ich muss aus dem Gitter. Ja, ich hab ihn. Das war der Arzt. Ich glaube, das war der Arzt. Ne, da hinten ist der Arzt. Verdammte Scheiße. Aber gib mir Deckung, hat er gesagt. Wie komme ich denn da hin? Na, wie komme ich denn da hin? Ich muss... Von dem das Ding ausmachen? Augen aufhalten. Scheiße. Er schleicht hier drin herum. Wir haben ihn gehört. Das wird ihn aufscheuchen. Thermobahn. Den habe ich erwischt. Da oben ist noch einer. Aber den kann ich mir schnappen. Den kann ich mir schnappen. Wie macht er sowas nur immer wieder? So, das waren doch alle jetzt, oder? Ob ich doch noch Stacks Fingerabdrücke gespeichert. Jawollo! An dem Container kann ich die Spur aufnehmen und ihn so finden. An welchem Container? Sergeant, das Biolaborteam wurde ausgeschaltet. Da, ach so, ja, genau. Serpentron an allen Ausgängen ein. Batman wird nicht entkommen. Sir, der Cloudburst ist aktiv. Er kann uns nicht aufhalten. Er wird die Chance nicht bekommen. Okay, Stack. Wo versteckst du dich? Ups. Was macht denn Batman jetzt? Detektivmodus. So, da sind die... Kann ich jetzt hier scannen oder was? Ups. Also da sind die Fingerabdrücke. Und die sind da hoch, oder was? Fingerabdrücke, Fingerabdrücke. Warte mal, die gehen da lang, da hinten. Hier runter oder wie? Nee, hier an der Wand lang. Da lang. Und jetzt? Der ist verstorben. Aber wo gehen jetzt hier die Fingerabdrücke weiter? Also die gehen hier hin. Ah, der ist hier runter. Draußen ist ein Feuerwerk. Ich hoffe, man hört es jetzt nicht. Er muss auf dem Boden herumgekrochen sein, um sich vor der Miliz zu verstecken. Hier?
Sicherheitsschloss. Brauche ich jetzt nicht. Das ist für die Riddler-Trophäe. Ist er da drin? Identität unbekannt. Ah ne, hier geht's aber noch weiter. Stack, Stack, Stack. Wo hast du dich versteckt? Hier sind Fingerabdrücke. Die gehen aber hier noch weiter. Und dann von hier Bodenplatte öffnen. Ah, guck mal da. Unter der Bodenplatte ist er versteckt. Raus mit dir. Bitte, tu mir nicht weh. Sag mir, wie ich den Cloudburst stoppen kann. Sonst mache ich dich für alle Toten verantwortlich, die durch Scarecrows Hand gestorben sind. Es ist umgeben von einem Nimbusfeld. Es verteilt das Toxin und steigert die Effekte. Jedes Fahrzeug ohne Nimbuszelle wird sofort zerstört. Dann stört's dich ja nicht, wenn ich mir eine borge. Nein, natürlich nicht. Mach du nur. Ja, dann gib mal so ein Ding. Rein hier. Zu den Affen oder was? Geilo. Das ist eine Nimbuszelle oder wie? Oder ist sie da drin? Das ist die bestimmt da drin. Und die kann ich bestimmt einfach so in mein Bettmobil einbauen. Das hat nämlich einen Hybridgenerator für Nimbuszellen jeder Art installiert. Wisst ihr Bescheid? Mensch, dieses blöde Feuerwerk da draußen. Das knallt und bangt und boomt so. Alfred, Stack hat mir verraten, wie ich den Cloudburst-Panzer ausschalten kann. Verraten? Wie nett. Ich gehe zurück zum Batmobil. Ich muss einen Weg finden, diese Nimbus-Zelle in den Hauptantrieb zu integrieren. Aber Sir, Cranes Toxin kann durch die Fasern ihres Anzugs dringen. Nicht mal eine Gasmaske würde helfen. Wir wissen nicht, was passiert, wenn sie zu lange da drin bleiben. Dann muss ich mich beeilen. Und bevor es dann weitergeht, ist die Folge mal zu Ende und dann schaut in der nächsten Folge wieder rein. Danke fürs Zuschauen und stay pam. Tschüss. Anzug, bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schickt den Kommentar, denn das heilt und es spart Leben für mehr Energie. Müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobleme.